Der Kampf im Schnee um Gold, Silber und Bronze fasziniert Menschenmassen in ganz Deutschland. Garmisch-Partenkirchen, München, Königssee. An jedem Wettkampf sind immer mehrere 10.000 Fans dabei. Bei solch großen Events wie auch bei Olympischen Winterspielen wird dadurch zusätzliche Energie verbraucht und so die Erdatmosphäre mit mehr CO2 belastet. Im Münchner Bitburg steht aber nun ein Konzept, das Olympische und Paralympische Winterspiele erstmals in ihrer Geschichte klimaneutral macht. In der Bewerbungsgesellschaft ist Boris Schwarz für die ökologische Planung zuständig. Wir haben drei Leitgedanken. Erstmal CO2-Emissionen zu vermeiden, dann den Einsatz regenerativer Energien und alles, was dadurch möglich ist, zu kompensieren durch internationale, nationale und regionale Maßnahmen. Die Olympiaplaner arbeiten hierfür Hand in Hand mit einem ausgewählten Personenkreis, wie bei diesem Workshop. Ziel des Workshops ist es, dass wir uns im Expertenkreis darauf verständigen über CO2-Einsparungsprojekte, die wir vorhaben. Wir gehen dabei in einen Drei-Stufen-Plan vor. 35.000 Tonnen sollen eingespart werden durch nationale Projekte, wo wir CO2-Einsparungen während der Olympischen Spiele machen. 100.000 Tonnen durch nationale Ausgleichsprojekte in ganz Deutschland, 285.000 Tonnen durch internationale Projekte in Schwellen- und Entwicklungsländern. Nach den Einsparungen verbleiben also nicht vermeidbare 385.000 Tonnen CO2. Durch nationale und internationale Ausgleichsprojekte kann diese Zusatzbelastung jedoch kompensiert werden, sodass die Spiele klimaneutral werden. Beispiel Garmisch-Partenkirchen. Der Snowpark wird zur abgasfreien Zone. Denn Besucher dürfen dann nur noch mit emissionsfreien Autos fahren. Busse und Züge bringen die Gäste zu den Wettkampfstätten. Und auch das olympische Dorf selbst wird zur Energieeinsparung beitragen. Hier, neben der Eventarena, werden Wohnblocks gebaut, die mehr Energie erzeugen, als übers Jahr verbrauchen. Die Ökologie hat einen ganz hohen Stellenwert, denn wir wollen ja hier eine ökologische Mustersiedlung schaffen und auch die Olympischen Spiele als Plattform benutzen, um für energiesparendes Bauen zu werben und zu zeigen, was da möglich ist. Diese Häuser und andere Maßnahmen zusammen sparen bereits 35.000 Tonnen CO2 ein. Der Rest soll durch nationale und internationale Projekte ausgeglichen werden. Beispiele hierfür liefert das Programm, das für die Fußball-WM 2006 umgesetzt wurde. Diese internationalen Projekte sollen natürlich auf der einen Seite das CO2 kompensieren, auf der anderen Seite sollen sie aber auch nachhaltig sein. Das heißt, sie sollen im sozialen wie auch im ökonomischen Aspektbereich wirklich da auch einen Mehrwert anbringen. Damit erfüllt das Konzept für München 2018 ein Hauptkriterium, das das IOC bereits 2007 gefordert hat: klimaneutrale Spiele.